Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video meiner Karriere hier auf diesem Kanal. Heute geht's zum letzten Spiel in der Champions League, das überhaupt keine Wertung mehr hat. Aber davor machen wir eine Länderspielpause, so wie es aussieht. Oder kommt da? Nee, da kommt kein Spiel mehr. Das heißt, wir haben ein Wochenende, wir haben 1,5 Wochen sozusagen frei jetzt. Das heißt, die Spieler können sich komplett erholen. Aber ich glaube, da wird schon ein paar andere in der Ausstellung geben. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Training wieder. Können jetzt 2 Wochen am Stück Training machen. Ohne Spiel dazwischen. Das könnte natürlich auch mal was bringen. So, der Götze. Schwer wie immer natürlich. Oder machen wir noch den Abraham. Und dann noch den Guerrero. Wie immer halt, ne? Was weit. So, und dann gucken wir mal, ob sich was ändert. Vielleicht ändert sich ja was. Das wäre nice vor dem Champions League Spiel. Und gute Noten. Oh, viele Banken gehen hoch, aber keiner schafft's. Guerrero kurz vor der 80. Das ist natürlich auch mal nice. So, und dann lassen wir mal hier ein bisschen simulieren. Machen jetzt dann gleich noch die Pressekonferenz. Oh, Norwegen fragt an, aber nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Ja, ich warte immer noch Gutes, ne? So, Pressekonferenz, da loben wir mein Team mal. Für den Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Dann müssen wir jetzt schnell sein, denn ich will nochmal trainieren. So, hat geklappt, sehr schön. Und die üblichen Verdächtigen. Ja, wenn Dembélé halt verletzt ist, dann mache ich halt Mohr rein. Das ist halt so. Ich habe es dann mal mit Depay probiert gehabt, aber da war es nicht so erfolgreich. Und deswegen machen wir das jetzt mal so. Und der Mohr kann sich auch schneller entwickeln. Steigt schneller auf Level. Und jetzt gibt es vielleicht ein nächstes Level und wieder so gute Noten, aber es steigt keiner. Oh, der Mohr ganz knapp vor der 72. Level 72. Jo, und da haben wir jetzt auch den Spieltag. Es geht gegen ZSKA Moskau. Wie gesagt, das letzte Spiel in der Gruppenphase und hier haben wir nochmal die Tabelle. Also ich habe doppelt so viele Punkte wie Sporting Lissabon. 4 Siege, eine Niederlage, 8 zu 3 Tore. Und ja, gucken wir nochmal. Die Sache ist nur, wenn Moskau gewinnt gegen mich, sind die weiter und Lissabon, wenn sie ohne Unentschieden spielen, schauen wir nicht mehr. Ja. So, und da geht es jetzt auch schon rein in die Partie. Habe ein paar Änderungen gemacht, aber da ja eigentlich die Spieler alle top fit sind, habe ich die meisten von, oh links, da ist schon wieder der ganz große, sehr unnatürliche Traoré. Alter, guck doch mal, wie groß der ist. Hier, der Ginter ist ja nicht klein, aber der ist auch mal noch im Kopf größer. Was hat sich da FIFA wieder einfallen lassen? Weil ich habe mal nachgeguckt, den gibt es so groß nicht, diesen Spieler. Und hier kommen wir auch schon. Also, alles so gelassen. Besten dabei, die halt gerade so gehen. Und dann gucken wir doch mal, wie das Spiel ausgeht. Sollte ich ja eigentlich schon gut packen. Moskau eigentlich auch mit den üblichen Verdächtigen. Und wie gesagt, sollte eigentlich machbar sein. Gucken wir mal, ne? In 90 Minuten sind ein bisschen mehr. Sind wir schlauer. Ja, die haben Anschluss. Verteidigung. Hoffe ich mal, kann Traoré irgendwie abhalten.
Und das war schon mal gut. Und jo, Götze ist verletzt oder was? Alter, der wurde so umgenietet. Es geht ab. Aber er steht wieder. Sehr gut. Kann man ja mal gucken, ob er. Er hat keine Verletzung. Sehr schön. So, und jetzt komme ich erstmal. Oh, Aubameyang, er wird aufgehalten. Nein! Ich kam nicht vorbei an dem. Er wurde so krass aufgehalten, sonst hätte ich wahrscheinlich gerade den Ball. Oh, oh. Zagoyev. Ich komme hier nicht hinterher. Oh, sehr schön. Bürki. Ja, da habe ich wieder irgendjemanden gesehen, den es nicht gibt. Das ist auch manchmal halt so. Aber CSKA Moskau gibt richtig Dampf, die wollen hier echt noch weiterkommen. Und deswegen drücken die ganz schön gut. Okay. Was war denn das für ein Tor? Flanke, okay. Und dann steht er komplett frei und trifft ihn natürlich super. Ja, Piszczek und Ginter, nee, oder Sokratis, ich weiß gar nicht. Einer von beiden hat komplett ihn aus den Augen verloren und keiner hat mehr abgewehrt. Somit führt ZSK Moskau bei mir zu Hause mit 1 zu 0 und wäre jetzt weiter. War ich auch ein Foul? Und ich komme irgendwie komplett nicht ins Spiel. Ich habe richtig Probleme. Oh, das war auch wieder scheiße. Ich hatte den Ball schon. Zagujew wieder. Oh nein. Und. Oh gut, abseits auch. Und Tosic, der Ex-Kölner. Ich muss echt mal überlegen, was ich. Boah, was ich mache. Nein, 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 nein. Alter, Zagoyev macht hier 2-0. Ich werde hier zu Hause platt gemacht, oder was? Man hört auch nur noch die Moskau-Fans, das ist natürlich klar. Das Stadion ist komplett leer eigentlich. Leise. Boah, Mann. Diesmal war es Sahin, der kam nicht mal hin und Sokratis vor allem. Voll ausgespielt worden. Mit einem Doppelpass und innerhalb von 6 Minuten macht Zagoyev gegen mich 2 Tore. Und ich bin einfach komplett nicht im Spiel drin. Obwohl ich die Besten eigentlich auf Platz habe. Puh. Und Ajax führt. Somit ist Moskau zurzeit weiter. Ja, für die läuft's. Gut, ich bin ja sowieso weiter, das ist sau unwichtiges Spiel, aber ich möchte nicht so eine Klatsche hier bekommen. So, jetzt, oder? Jawohl. Schürrle macht hier das 2:1. Ich habe extra lange gewartet, bis er frei war. Und dann passen. Und dann, also dieser hier, dieser Pass, extra lange gewartet und dann schön frei. Und Schürrle lässt sich sowas normalerweise nicht nehmen. Akinfeev war noch dran, wie man sehen kann, oder? Ja, genau. Leicht und deswegen ging er so auch rein. Alles wunderbar. Ist in Ordnung, ich bin hier dabei und mit meinem ersten Angriff habe ich das erste Tor gemacht. Das gibt es bei mir auch nicht oft. Ganz selten. Weil normalerweise schieße ich nur aufs Tor und irgendwann geht er halt mal rein. Muss halt aufpassen, dass ich jetzt nicht sofort das 3-1 bekomme. Gut. Gut, ich brauche gegen Traoré eigentlich gar nicht ins Kopfball gehen.
Egal wer kommt. Von mir. Ich glaube, selbst hätte ich Naldo hinten drin oder so weiter, wäre der immer noch größer. Oh Mann. Fährt's auch wieder da, wollte ich gerade eben sagen. Und Traoré macht hier das 3-1. Was soll ich denn gegen so einen Kopfballtor machen? Bitteschön. Gegen so einen Kopfball. Gegen so einen Spieler. Kann man es nochmal sehen. Ist das zwar nicht, aber hier. Der braucht gar nicht hochspringen. Und ist fast so hoch wie die komplette Tor. Mensch, Mensch, Mensch. Aber gut, so ist es halt. Ich habe ihn noch bekommen. Kann mit Götze nicht durch. Okay, den habe ich sicher. Da kann Traoré selbst nichts machen. Stand einfach viel zu weit weg. So, und jetzt. Oh Mann, ich hätte gleich passen sollen. Super, aber gut, ich habe ihn. War ein bisschen blöd. Jetzt kann ich mich vorne gut festsetzen. Muss halt auch mal die Chance das nutzen dann. So, Schürrle schießen und Hand. Es war einfach mal Hand. So, hoffentlich ist nicht das 4-0. Oh. Nein. Oh, jawohl. Alter, ich habe echt Probleme mit dem Sturm von denen. Aber das war ein geiler Pass. So, jetzt was mache ich jetzt mit Reus. Ich verliere den Ball. Oh Mann, gegen zwei Leute auf weh. Sie haben ihn halt gedoppelt. Ein ganz kleiner Bodycheck von Sokrates. Kann man mal machen, ne? Dürfte auch gleich Abpfiff sein, denn wir haben schon die Nachspielzeit, jetzt wahrscheinlich. Ja, jetzt ist Abpfiff. Also, es gibt keine Pfiffe. Nicht schlecht. Meine Fans sind mir treu. 3-1 liege ich zurück. In einem sehr unwichtigen Spiel. Ich hätte es natürlich gerne trotzdem gewonnen, aber kann nicht alles haben. Traoré, das Tor, ja, darüber wollen wir nicht sprechen. Und die ersten zwei, das waren einfach komplette Verteidigungsfehler. Ich weiß nicht, warum das passieren konnte. Und Schürrle hat halt auch noch ein Tor gemacht. So, ich habe dreimal gewechselt. Kagawa, Abraham, Depay rein, Sahin, Schürrle geht da raus. Nochmal was. Vielleicht. Es sind ja nur zwei Tore, ne? Also nur in Anführungszeichen natürlich. Kann auch alles passieren. Und vielleicht bringt es ja Depay. Der hat nach der ersten Hälfte der Hinrunde ziemlich. Oh, der war gut. Ziemlich stark nachgelassen, muss man echt mal sagen. Schürrle hat sich durchgesetzt, beziehungsweise auch Mohr. Dann spielt öfters. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Also die erste Hälfte von der ersten Hälfte in der Runde. Die ersten 4-5 Spieler waren richtig bärenstark und dann Freistoß. Oh.
Kann ich ja ein bisschen. Mal sehen, ob ich was draus machen kann. Ja, ich habe das. Oh, jetzt kommt die erste Hilfe. Das war nicht so überragend. Am Ziel vorbei, da kann ich nur zustimmen. 30 Ballberührungen, auf das Tor ein Schuss und 50 Minuten gespielt. Das ist für Aubameyang sehr schlecht. Nächstes Spiel ist gegen Köln. Da gucken wir noch, wie das läuft. Nein, nein, nein. Oh, sehr schön, wirklich. Sehr, sehr schön gehalten. Das wäre nämlich sonst das sichere 4-1 gewesen durch Traoré. Stand nicht komplett frei. Aber Piszczek war halt auch noch mit dran. Irgendwie. Konnte genug stören. Sehr gut. Wieder Piszczek. So, und jetzt. Ich will ihn haben. Jetzt habe ich ihn. Jo, und jetzt könnte ich mal kontern eigentlich. Jo. Nein, der Pass war scheiße. Na gut. Und nix. Okay. Ja, nix. Das können Sie klären, wie es aussieht. Ja. Aber ganz sicher. Ja, da stehen die Spiele richtig defensiv und wollen nichts mehr irgendwie richtig anbrennen lassen hinten. Und konnte dann. Sehr schön. Jetzt muss ich mal rübergeben. Genau. Und es klappt sogar. Oh, nein. Nein, nein. Da war Aubameyang einfach mal. Hätte ich glauben können. Ich spiele mal total offensive. Ich muss schließlich noch ein paar Tore schießen. Wenigstens mit dem Unentschieden, das wäre doch mal was. Nee, noch nicht. Aber ich bin noch dran. Memphis, auch nicht. Oh nein, der liegt da mit der Schulter. Was ist damit? Steh auf, du hast nix. Du hast nix. Nochmal ein Foul. So, Götze, komm. Und jetzt passen. Aber Depay ist verletzt. Was ist los? Schulter. Mal sehen, wie lange er ausfallen wird. Nee, er ist schon wieder fit. Sehr schön. Glück gehabt. Und Sokrates macht es 2-1. Sehr schön. Das 2-3, meinte ich, sorry. Nichts weiter. Das 2-3. Aus der Sicht. Ich bin zwar immer noch mit einem Tor Rückstand, aber jetzt ist wieder alles möglich. Ich habe noch ein paar Minuten und total Offensive bringt es jetzt, weil schließlich ist der damit nach vorne gerückt und ich habe einfach mal beim Innenverteidiger ein Tor gemacht. War sein erstes Tor. Das von Schürrle war übrigens, glaube ich, das zweite oder dritte schon. Hatte ja schon mal eins gemacht. Und somit wird es spannende Schlussphase. Haben noch 15 Minuten. Okay.
Gut, jetzt mal ein Konter setzen. Aubameyang ist frei, also den muss ich an dir ruhig vorbei. Ich bin vorbei! Sehr schön! Jetzt kann's. Und was mache ich? Ich passe am besten. Und Reus. Nein! Akinfi fehlt. Egal, nochmal weiter. Okay, jetzt mal. Nein, das ist 3-3 gewesen. Oh, das gibt nochmal gelb. Für Piszczek. Ja, kann man auch geben. Dürfte aber eigentlich nicht mehr viel passieren, denn wir haben ja schon die 84. Minute und ja, ich habe sogar vier Schüsse mehr und die haben dafür ein Tor mehr. Und was zählt? Natürlich die Schüsse nicht. Richtig, genau. So, ich bin vorne. Da ist doch was möglich jetzt. Aber ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. So, schießen. Oh! In der Nachspielzeit hätte ich fast das 2-3 gemacht. Durch Götze, das war so nah dran. Oh Mann. Also insgesamt hätte ich das Unentschieden locker verdient. Konnte ich aber leider nicht nutzen. Oh. Okay, ist vorbei. Also, ich verliere das letzte Gruppenspiel, das sehr unwichtige Gruppenspiel mit 3 zu 2 zu Hause. Ja. Ich hätte locker 3, Entschuldigung, 3 zu 3 haben können. Ich hätte sau hundertprozentige Chancen mal wieder. Hab's ja nicht genutzt. Er hier, Spieler des Spiels, Sagoev. Hat zwei Tore, zwei Schüsse gehabt. Aubameyang hat einen Schuss gehabt und kein Tor. Das ist halt so. Bei mir hat Schürrle und Sokratis getroffen. Ja, und Traoré, dieses Tor, darüber brauchen wir eigentlich nicht sprechen. Danke FIFA übrigens nochmal dafür. Ja, und dann sage ich auch schon, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, Kanal noch abonnieren und ja, guckt euch noch die anderen Videos an. Die verlinke ich euch aber wie immer. Und viel Spaß dabei. Das letzte Spiel der Gruppenphase ist vorbei, so mit Achtelfinale. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video.